steht einfach Murcielago. What the fuck? Da steht einfach ein fucking Maybach. Da ist Roger! Ja, jetzt hab... Nein, es ist nicht Roger, es ist seine Frau. Fuck! Oi! Wehe, dieses Scheißviech ist gerade auf der Linse gestorben. Und damit guten Morgen, YouTube. Was geht bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's mal wieder blendend. Oh, meinem Hals wird's gerade richtig kalt. Ah, ich habe den Schal falsch umgelegt. Amana, zickzack. Also. Wir bekommen eine Anzeige. Die Ampelanlage war länger als eine Sekunde rot. Das werde ich so festhalten. Oh, Schienen überqueren. Hey. Geschafft. Wir sind noch am Leben. Glaubt ihr, ich kann den Transporter dort abziehen? Easy win. Easy. Gar keine Chance hatte der Transporter gegen mich. Dum da di dum, ja bis wenn wieder die dum, swebira di dum, swebira di dum, dum da di dum, ja bis wenn wieder die dum, ja bis wenn wieder die dum, ja. Dum da di dum, ja bis wenn wieder die dum, swebira di dum, swebira di dum, dum da di dum, ja bis wenn wieder die dum, ja bis wenn wieder die dum, ja. Wow. Danke. Danke. Danke, danke. Ich fühle mich gerührt, dass ich auf dieser großen Stage singen durfte. Ich bedanke mich an alle meine Fans. Danke, dass ihr immer hinter mir standet. Zusammen gehen wir Platin, Jungs und Mädels. Schauen wir mal am Bayerischen Hof vorbei. Vielleicht ist da ja irgendwas Besonderes. Da ist ja gar nichts. Da lohnt sich ja nicht mal am Bayerischen Hof vorbeizufahren, fahre ich hier in die Seitenstraße lieber. Ja, haben wir gerade was realisiert, Kollege. Ja, jetzt haben wir es verkackt, Digga. Weil jetzt blockierst du einen Bus. Ein Bus. Wahrscheinlich blockiert er einen Bus, oder? Sprachen lernen, Bubble. Ich könnte eigentlich kurz ansprechen. Morgen ist mein Geburtstag, also für mich morgen. Wenn das Video kommt, dann war mein Geburtstag gestern, also am 31. Mai. Heute ist der 30. Mai, Video kommt am 1. Juni. Und Real Talk jetzt, ein Geburtstag ist doch nichts Besonderes mehr, oder? Also für mich wird der morgige Tag so sein wie jeder andere auch. Ich stehe auf, ich kriege ein paar Gratulationen, ja, danke, danke, fertig. Ich bin ein Jahr näher an der Rente und ab Montag geht das Leben genauso weiter. Das habe ich auch heute mit meinem Schwager und meiner Schwester so gesagt. So bis 18 ist es noch was Besonderes, jedes Jahr Geburtstag. Und dann bist du halt 18. Und dann, ja, und jetzt? Ob ich jetzt 18 oder 19 oder 20 oder 25 bin, macht langsam keinen Unterschied, würde ich behaupten. Von daher... fahren wir nicht die Leopold entlang. Glaubt ihr, der gibt hier Gas? Schreibt jetzt in die Kommentare, ob er Gas geben wird oder nicht. Ja, ein bisschen. Es war kein Kickdown, aber er hat ein bisschen hochdrehen lassen für die Stadt, sagen wir es so. Eieieiei. Was war das denn gerade? Ja, da schauen sie. Junge! Die schauen auch. Digga, das ist ja schlimm. Also ich kenne das auch von damals mit den Autos, dass die Leute schauen, aber so ein Urus ist da nochmal was anderes als ein F-Type oder eine S-Klasse. Der hat sogar drauf gezeigt. Digga, je Junge, wie brutal ist das bitte? Soll ich einfach überholen? Nein, die Polizei kommt da schon so angebrettert, Digga. Der Polizist hat sich bei mir bedankt. Es fühlt sich so gut an. Das wird einfach Murcielago. What the fuck? Vom Hector. Car-Spotter sind auch alle da. Da steht einfach ein fucking Maybach. Und, oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe das Bild für den Urus. Ich habe das Bild für den Urus kaputt gemacht. Es tut mir so leid, Jungs. Ich habe mich schon gewundert. Warum stellen die sich denn da alle jetzt auf? Was kommt denn da jetzt angebrettert? Und genau da stand ich zwischen Urus und Carspot an. Was ist da los, wenn ich fragen darf? Da ist Roger! Ja, jetzt hab... Nein, es ist nicht Roger, es ist seine Frau. Fuck! Fuck, wie hieß seine Frau nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Oder seine Freundin, keine Ahnung. Aber es ist Rogers X5 und seine Freundin, Frau, was auch immer, ist ihn gerade gefahren.
Fuck My Life, mit der habe ich zusammengearbeitet, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Also mit zusammengearbeitet meine ich 2 Tage lang, weil dann ist sie in Mutterschutz gegangen. Wie hieß sie nochmal? Ich habe es vergessen. Aber das war auch sowas, was man mal sehen muss, wenn man in München ist. Roger sein X6. Haben wir heute richtig viel gesehen. Ein Urus, der safe so laut sein darf. Wobei, er war halt nicht extrem laut, er hat sich aber brutal gut angehört, Mann. Ein Maybach, ein Murcielago von Lions Run und jetzt Rogers X6M. Ist das der Bullet? Ja. Holy fuck, was sieht man denn heute alles in München? Ich denke mir gerade die ganze Zeit, ich könnte eigentlich wieder das Bike sauber machen gehen. Dann schaue ich in den Himmel und dann sehe ich so einen Scheiß vor mir. Und denke ich mir, nö, warum sollte ich? Oh, langsam wird es richtig warm da unten. Ist eigentlich normal, dass die Temperaturanzeige über die Hälfte geht in der Stadt. Weil wenn ich jetzt normal, wenn ich jetzt gleich die Aufnahme abbreche und halt langweiligere Sachen dafür schneller fahre, geht die Temperatur wieder runter. Das ist schon normal, oder? Ich hoffe nicht, dass was kaputt ist. Und wenn wir schon beim Thema Überhitzen sind, das heißt, ich muss jetzt ausmachen, ansonsten stirbt der Motor. Von daher endet jetzt die Aufnahme YouTube. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei allen. Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft ruhig liken und abonnieren, kostet beides nichts. Ich glaube, ich muss das nochmal erwähnen, weil aus meiner bisherigen Berufserfahrung ist es immer so, wenn man sagt, kostet nichts, dann reißen sich die Leute drum. Deswegen, abonnieren kostet nichts. Genauso wenig wie liken. Okay? Gut, danke. Ansonsten bleibt mir gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Yalla.